Es ist Montag, 9. Dezember 2013. In 4 Tagen wird der Antrieb der Tunnelbohrmaschine vom Hafen zum Fasanenhof transportiert. Die Herrenknecht-Tunnelbohrmaschine, die den Filtertunnel bohren soll, 9,5 Kilometer, davon 40% im unberechenbaren Gipskäufer. Wir wollen gern spontan reden, wir wollen euch informieren, weil es wichtig ist. Ihr sollt wissen, dass ihr kommen sollt zum Hafen, entlang der Transportstrecke durch Scharnhausen, zum Fasanenhof. Aber wir bekommen an diesem Tag keine Redezeit bei der Montagsdemo. Am 16.12. ist Wintermontagsdemo. Der Transport des Antriebs liegt 4 Tage zurück. Es ist wichtig, darüber zu berichten. Es darf nicht einfach abgehakt werden, in Vergessenheit geraten. Weitere Teile der Tunnelbohrmaschine werden ab Mitte Januar zum Südportal gebracht. Die Maschine wird zusammengebaut. Der Schild mit 10,82 Metern Durchmesser wird sich in den Talkessel runterfressen. Aber wir bekommen an diesem Tag keine Redezeit bei der Montagsdemo. Tunnelbohrer zerstört Stuttgart, Stuttgart 21 ruiniert das Land. Im April haben wir die Kampagne gegen die Tunnelbohrmaschine gegründet, mit dem Ziel, den Tunnelbohrer auf seiner Transportstrecke von Kehl zum Fasanenhof nicht ungehindert passieren zu lassen. Gleichzeitig wollen wir den landesweiten Widerstand gegen Stuttgart 21 weiter beleben. Nicht zulassen, dass unser aller Geld für den gemeingefährlichen Irrsinn in Stuttgart verschwendet wird, während es an allen Ecken und Enden im Land fehlt. Wir haben den Protest ins Land hinausgetragen. Wir waren mit unserem großen Tunnelbohrerrat und vielen Menschen in Kehl, in Mannheim, in Heidelberg und in Heilbronn. Denn Stuttgart 21 ist überall. Dann kam am 5. Dezember die Nachricht, dass das Schiff mit dem Antrieb für die Tunnelbohrmaschine schon im Hafen in Stuttgart ist. Unerkannt, unbemerkt. Alles umsonst? Nein. Wir waren gut vorbereitet, aber man kann nicht den ganzen Tag und die ganze Nacht den Hafen beobachten. Und so werden weitere Teile dieser Maschine in den nächsten Wochen angeliefert werden, verpackt, unter Planen, versteckt in Containern. Haltet Augen und Ohren offen. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendetwas seht oder hört. Wenn Parkverbotsschilder aufgestellt werden oder Verkehrsschilder und Ampelmasten irgendwo entfernt werden. Die Tunnelbohrmaschine von Herrenknecht ist ein Symbol für die Zerstörungskraft und die Gigantomanie von Stuttgart 21 und ein Vertreter des Stuttgart 21-Prinzips. Durch Einflussnahme der Wirtschaftslobbyisten auf die politischen Entscheidungen zustande gekommen. Aber wir sind nicht der Herrenknechte. Und deshalb wurde der Transport in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember mit mehreren Aktionen am ungehinderten Passieren gehindert. Donnerstag, 12. Dezember, 19 Uhr. Der Tieflader mit dem Antrieb setzt sich am Hafen in Bewegung. Die Zeremonie erinnert an eine Militärparade. Dazu eine Übermacht von Polizei. 200 Stuttgart 21 Gegner und Gegnerinnen hinter den Absperrgittern. Ein ungünstiges Kräfteverhältnis. Einige Demonstranten und Demonstrantinnen können die Absperrung überwinden, werden aber von der Polizei mit Gewalt zurückgedrängt. Entlang der Transportstrecke wären viele Aktionen möglich gewesen. Vielleicht gelingt es uns beim nächsten Transport rechtzeitig über einen Redebeitrag bei der Montagsdemo so viele Menschen zu erreichen, dass wir bei direkten Widerstandsaktionen noch entschiedener und vor allen Dingen wieder viel, viel mehr werden. Am Fasanenhof ist es für ca. 120 Leute trotz Nacht, Nebel und Kälte selbstverständlich aktiv zu sein. Bereits an der Autobahnabfahrt gibt es die erste Blockade von 10 Aktivisten vor dem Tieflader. Sie haben sich vorher im Gebüsch versteckt. Die Polizei fühlt sich überrumpelt und reagiert erstmal ziemlich ruppig. Am Ende kommt es aber nur zur Personalienaufnahme und zum Festhalten, bis sie dem Schwertransport nicht mehr gefährlich werden können. 90 Aktivisten blockieren die Zufahrt zur Baustelle Südportal Filtertunnel. Nach mehrmaliger Aufforderung räumt die Polizei um 0.30 Uhr.
12 Menschen lassen sich wegtragen, sie bekommen einen Platzverweis. Einer von ihnen, der trotz Platzverweis, den er schon am Hafen erhalten hatte, mitblockiert, wird festgenommen und im Gefangenentransporter festgehalten, bis die Aktionen zu Ende sind. Unser Dank und unsere Achtung vor all denjenigen, die da waren. Wir sind stolz auf euch. Innerhalb von 8 Tagen, am 4.12. bei der Tunneltaufe in Wangen und am 12.12. haben wir gezeigt, dass wir immer noch zu größeren Aktionen des direkten Widerstands in der Lage sind. Es war ein deutliches Zeichen der Entschlossenheit und das brauchen wir in dieser Zeit, in der die Stuttgart 21 Betreiber immer weiter Fakten schaffen und damit die sinnlose Zerstörung unserer Stadt. Wir alle sind Protest und Widerstand zugleich. Wir brauchen die Montagsdemos für kurzfristige oder spontane Redebeiträge. Das muss möglich sein, wenn es aktuelle Anlässe gibt, zum Beispiel einen neuen Tunnelbohrertransport. Neben sachlichen Informationen müssen Aktionen des direkten Widerstands einen selbstverständlichen Platz haben. Beim offenen Mikrofon im Anschluss an diese Kundgebung wird Ursel Beck dieses Thema auch noch einmal ansprechen. Die Kampagne gegen die Tunnelbohrmaschine trifft sich auch im neuen Jahr wieder, alle 14 Tage nach der Montagsdemo im Parkschützerbüro. Wir planen wieder Demos und Aktionen im ganzen Land. Wir sind dankbar für sachdienliche Hinweise bei der Tunnelbohrer Einzelteile und ihrer Aufenthaltsortesuche. Es wird noch einige Transporte geben, aber sie werden nicht mehr öffentlich angekündigt werden. Sie werden nicht davonkommen. Wir bleiben oben und widerständig, bis Stuttgart 21 der Vergangenheit angehört. Denn das Beginnen wird nicht belohnt. Einzig und allein das Durchhalten. Ich wollte noch ganz kurz etwas zu den gefährdeten Bäumen im Stadtgarten sagen. Die Umgestaltung des Stadtgartens ist bei den Haushaltsberatungen gestoppt worden und OB Kuhn hat zugesichert, bei einem Planungsneuentwurf wird es nicht mehr zur Gefährdung der alten Bäume kommen. Vielen Dank an Susanne Bötiger von der Blockadegruppe. Jetzt wird nochmal Easy von den Singer-Songwriters aus München ein Lied spielen und ich möchte nachdrücklich auf die Möglichkeit hinweisen, dass man vielleicht auch zu Weihnachten als Geschenk eine CD von ihr kaufen kann. Hier rechts am Bücherstand. Also noch einmal Easy aus München. Anschließend wird Tom Adler seine Rede halten zur Analyse des inzwischen verabschiedeten Haushalts der Stadt Stuttgart.